wir uns das Menü an. Da haben wir das Radio, das hatten wir uns schon angeguckt, Medien, Telefon, Navigation, Verkehr, das haben wir alles über die Tasten hier bereits gemacht. App Connect. Willkommen bei App Connect. Bitte wählen Sie ein Gerät aus. Ja, man kann jetzt hier Android Auto, Apple CarPlay, Mirrorlink kann man hier mit nutzen und verwenden. Ich habe jedoch jetzt leider kein Handy mit, welchem ich das jetzt hier machen kann. Ich habe hier kein Netz. Da könnte man aber dann mit Mirrorlink und so weiter arbeiten. Hier auch das Setup dazu, welches bevorzugte Gerät hier, Gerät auswählen kann man machen. Man kann sagen, welches bevorzugte Verbindung möchte man, Mirrorlink, Android Auto. Mirrorlink habe ich bereits mal in anderen Videos gezeigt. Datenübertragung für VW-Apps aktivieren. Zum Mirrorlink haben wir hier noch die Ausrichtung, 180 Grad drehen, Infotainment-System, die Tastatur bevorzugen kann man aktivieren. Das sind noch die Möglichkeiten, die man hier einstellen kann. So, dann haben wir hier noch das CarNet und kann ich nicht zeigen, weil keine Datenverbindung. Aber wir haben noch Bilder. Wenn man denn eine SD-Karte eingelegt hat oder USB-Stick, kann man hier über die Quelle das dann angeben und kann sich dann hier Fotos angucken, wie hier zum Beispiel. Und dann kann man sagen, nächstes und wieder nächstes und noch ein nächstes und kann dann die Fotos einfach mal durchscannen. Ich könnte jetzt zum Beispiel von meiner Kamera die gemachten Fotos hier einlegen und dann mir angucken, sind sie was geworden. Das ist ganz praktisch. Kann ich auch drehen. Ich kann es auch kleiner oder größer machen, wenn ich ein Detail sehen will. Und ich kann auch einfach sagen, komm, mach mir mal eine Diashow. Dann kann ich es einfach laufen lassen. Und wenn man hinten die Kinder hat, die können dann sich in Ruhe die Fotos angucken. Zum Beispiel, wenn sie denn daran Interesse haben. So, beim Setup kann ich noch sagen, die Bildanzeige vollständig oder automatisch, dann wird es angepasst. Die Anzeigedauer kann ich von 5 Sekunden bis 30 Sekunden mir einstellen. Ich könnte mir also damit sozusagen, wenn ich nicht aufs Navi gucken muss und auch sonst nicht gucken will, könnte ich mir damit einen eigenen Bildschirmschoner hier programmieren während der Fahrt und habe halt die Slideshow und die fängt dann hier bei Wiederholen, fängt es halt wieder von vorne an, wenn sie einmal durch ist. Ja, das war's zum Bereich Bilder. Dann haben wir hier nochmal das Setup Klänge, das haben wir bereits beim Radio angeguckt, kommt man natürlich auch übers Menü direkt rein.